Herzlichen Dank an Sie beide für eine spannende Einführung, die darauf schließen lässt, dass wir noch einiges zu diskutieren haben. Wir hatten uns das so vorgestellt im Vorgespräch, dass wir Sie nicht enttäuschen und auch die Struktur beibehalten für die Diskussion. Das heißt, erst etwas über die Bedeutung von Charles de Gaulle in Frankreich sprechen, danach nochmal auf das Thema der deutsch-französischen Beziehungen zu kommen, auch die Bedeutung, die er gesehen hat in Deutschland, und dann das große Projekt Europa nochmal ganz kurz ansprechen werden. Ich habe in der Vorbereitung ganz junge Leute mal gefragt, ich habe das Privileg, mit jungen Leuten zusammenzuarbeiten, vor allen Dingen vielen Franzosen und Französinnen. Und meine Frage an Sie, das waren alles Leute, Menschen, die unter 25 sind. Was bedeutet denn Charles de Gaulle noch für die? Welche Schlagbegriffe hast du im Kopf, wenn wir über Charles de Gaulle reden? Und das war ganz interessant, weil die Begriffe, die kamen, waren genau die ich zuerst mal erwartet hatte. Die Fünfte Republik. Der Élysée-Vertrag, das DFJW, Deutsch-Französische Jugendwerk, Deutsch-Französische Aussöhnung. Es kam der Begriff großartiger Schriftsteller. Je vous ai compris, Algerien. Bis dato eigentlich nicht verwunderlich. Und dann ein Begriff wie autokratisch, Autokrat. Selbst Mélenchon würde sich als Gaullist bezeichnen. Die Résistance und der Mythos der Résistance. Und dann der Hausmann oder Haussmann de la banlieue. Ich gebe zu, das ist eine pure subjektive Bestandsaufnahme bei jungen Franzosen. Aber deshalb möchte ich diesen Ball weiterspielen an Professor Menedier. Wenn Sie mit Ihren Studenten reden heutzutage und Sie reden über Charles de Gaulle, was glauben Sie, was die jungen Leute tatsächlich, welche Wirkkraft in ihrem Kopf entfalten wird, wenn der Begriff Charles de Gaulle kommt? Ja, ich würde zunächst vielleicht sagen, wenn Sie heute mit jungen Menschen über de Gaulle sprechen, dann dürfen Sie nicht so viele Reaktionen erwarten, weil die aktuelle Jugend ist so sehr mit ihren kleinen Telefonapparaten beschäftigt und mit den Spielen, die es da drin gibt, dass sehr oft also die Beschäftigung mit der Geschichte also keine große Rolle bei ihnen spielt. Natürlich, wenn man jetzt mit Studenten spricht, die ein bisschen Politik oder ein bisschen Geschichte studiert haben, dann kommt heraus, was Sie gesagt haben, also diese Themen. Aber 50 Jahre, de Gaulle ist seit 50 Jahren gestorben, das ist eine sehr lange Zeit für junge Menschen. Ja. Aber ich glaube, dass eine ganze Reihe haben verstanden, dass de Gaulle eine sehr wichtige Rolle im Zweiten Weltkrieg gespielt hat, dass er der Führer praktisch der Resistance war und dass er Frankreich die Möglichkeit gegeben hat, also auf der Siegerseite zu sein in 1945, auch wenn wir also nicht bei den großen Konferenzen in Jalta und Potsdam eingeladen wurden. Trotzdem wurde der Standpunkt also Frankreich schon also berücksichtigt. Churchill hat sich für Frankreich engagiert, nicht so sehr, weil als eine Halmose für Frankreich, ganz einfach, weil Churchill wusste, dass man das Problem Europa nach dem Krieg nicht lösen kann ohne Frankreich. Ganz einfach, weil Frankreich ist der territoriale Nachbar von Deutschland. Und man kann also das Problem, Rolle der Platz von Deutschland in Europa nicht lösen, wenn also Frankreich nicht mitmacht. Ja. Das Gleiche wie de Gaulle, die Veränderung in seiner Haltung zu Deutschland, zunächst gegen Deutschland gekämpft, aber ab 45, von dem Moment an, wo Deutschland am Boden liegt, dann gibt es also keine andere Möglichkeit, als mit diesem Deutschland zusammenzuarbeiten, um mal Frieden in Europa zu haben. Ja, das ist ja so, was mir auffällt. Ich würde wirklich sagen, bei jungen Menschen sagt de Gaulle heute, das ist natürlich so eine Figur der Geschichte, aber was er genau gemacht hat, das wird heute nicht mehr so wahrgenommen. Ja.
Der Begriff des Gaullismus, jetzt haben wir häufig ihn schon heute Abend gehört. Die vielen französischen Politiker, die Epigonen, die Präsidenten. Macron hat 2018, glaube ich, das Lothringer Kreuz in das Wappen vom Élysée-Palast mit aufgenommen. Und ich glaube, sein offizielles Foto, das Präsidialfoto, im Hintergrund sieht man auch die Memoiren von Charles de Gaulle. Ja. Dieser Gaullismus, was macht diesen Gaullismus tatsächlich aus in Frankreich? Was ist auch davon übrig geblieben von diesem Gaullismus? Sie haben gesagt, jeder Präsident war bis jetzt ein Gaullist, außer vielleicht der Versuch von François Hollande, sich davon zu befreien. Ja. Es ist einfach das Wesen der Fünften Republik, die ja nach der Verfassung dem Präsidenten, ich will nicht sagen Allmacht verschafft, aber doch ein der Exekutive, und er ist der Chef der Exekutive, doch einen großen Handlungsspielraum. Und dieser Handlungsspielraum verpflichtet ihn natürlich auf französische Größe, auf die französische Geschichte, das alles muss im Horizont eines Präsidenten, ist das fest verankert. Und gerade bei Macron, wo man am Anfang dachte, das ist ein junger Mann, der wird nicht sozusagen in den Gaullismus geraten, der ist sehr, sehr gaullistisch, also auch mit dem, was er politisch macht. Wenn er jetzt mit seiner Politik Griechenland gegen die Türkei unterstützen und dergleichen mehr, das ist der Versuch, eine sehr gaullistische Außenpolitik zu machen und auch Europa in diesem Sinne voranzubringen. Nur eben, ich habe es ja angedeutet, er scheitert daran, dass in Europa keine Mehrheitsentscheidungen bei großen Fragen möglich sind. Wenn da die anderen nicht mitmachen und sich sperren, dann ist er sofort wieder geblockt. Es ist ja auch die Vorstellung, dass Europa eine eigene, dass die EU eine eigene Verteidigungsorganisation brauchen müsste. Das ist ja auch ein Gedanke, von dem de Gaulle hatte. Natürlich damals schon den verfolgt. Er war gegen die EVG, das ist klar, die Europäische Verteidigungsgemeinschaft. Das war eine Erfindung der Vierten Republik, die auch im Übrigen Adenauer gehasst hat. Der wollte das auch nicht. EVG war ihm zuwider, weil das natürlich möglicherweise die Amis dann rausgedrängt hätte. Die hätten gesagt, ihr verteidigt euch jetzt selbst, dann ziehen wir uns zurück. Also Adenauer war auch da dagegen. Aber de Gaulle wollte damals schon eine eigene Verteidigungsanstrengung der Europäer haben, weil er sagte, jemand, der ein Staatenbund, der sich nicht verteidigt, der ist entweder zu schwach, besetzt oder abhängig. Aber wir sind unabhängig, wir sind stark, also brauchen wir auch eine Verteidigung. Also das ist der Präsident muss Gaullist sein in der Fünften Republik. Sie müssen sonst eine andere Republik schaffen. Aber in der Fünften Republik müssen Sie als Präsident, als französischer Präsident, Gaullist sein. Sie haben keine andere Wahl. Darf ich vielleicht nur hinzufügen, also die Stärke der Präsidenten der Republik, also in der Fünften Republik, also seit de Gaulle, seit 1958, erklärt sich einmal dadurch, dass der Präsident direkt vom Volk gewählt wird. Ja? Es gibt das Parlament, also die Nationalversammlung, die auch direkt vom Volk gewählt wird, aber es gibt diese andere Legitimität. Und es gibt natürlich die Tatsache, dass der Präsident der Republik direkt gewählt wird, gibt ihm also eine sehr große Stärke. Bei der ersten Wahl des Präsidenten 1965, de Gaulle wurde sehr überrascht. Man dachte, de Gaulle wird sofort im ersten Wahlgang gewählt mit absoluter Mehrheit. Das war nicht der Fall. Also hat man gesehen, dass die Opposition bei der Wahl des Präsidenten der Republik eine echte Chance bekommen kann, ja. De Gaulle wurde 1965, also nur Stichwahl gewählt, ja. Also die direkte Wahl gibt ihm eine sehr starke Position. Der andere Grund, warum diese Position auch sehr stark ist, ist natürlich liegt mit dem Zentralismus zusammen, ja. Weil es ist ja klar, dass durch den zentralen Staat hat der Präsident der Republik sehr viele Möglichkeiten. Ja, das sieht man auch, das kann man auch beobachten zurzeit, also in der Corona-Krise. Man sieht also, wie schwer es man in Deutschland hat, also Entscheidungen zu treffen. Ja, weil es gibt, was auf Bundesebene entschieden wird und dann die Länder kochen ihre eigene Suppe. In Frankreich
in Frankreich, also sagt der Präsident der Republik, natürlich nicht allein, er berät sich mit verschiedenen Gremien und auch mit dem Parlament, aber der Präsident der Republik kann also die gleichen Bestimmungen für ganz Frankreich also bestimmen und man kommt also viel schneller voran. Natürlich mit dem Ergebnis, dass manchmal diese Entscheidungen sehr scharf kritisiert werden, ja. In der Provinz, ja, wo viele Bürgermeister sagen, ja, oder Präsidenten von Departements oder von Regionen, die sich darüber beklagen, dass Entscheidungen getroffen werden, ohne dass sie also gefragt werden oder dass sie die Möglichkeit haben, ihre Meinung zu äußern, ja. Macron hat eine starke Stellung, also durch die Verfassung und durch den Zentralismus. Aber das Problem von Macron ist, dass er daran leidet, was de Gaulle eigentlich, worauf de Gaulle hingewiesen hatte, und zwar auf die Parteien. Die Partei von de Gaulle, die Partei von Macron ist also nicht verankert, regional, kommunal mäßig, ja. Der hat also selber eine absolute Mehrheit bekommen in einem zweiten Wahlgang, Stichwahl, auch in der Nationalversammlung. Aber diese Partei ist auf kommunaler, regionaler Ebene gar nicht verankert. Und er hat also große Schwierigkeiten. Er dachte, man kann also praktisch ohne Partei Frankreich regieren. Das ist nicht der Fall. Und ich weiß nicht, was also passieren wird. 2022 gibt es also Wahlen. Das sieht nicht sehr gut aus für Macron. Gerade weil er nicht imstande gewesen ist, wirklich also eine starke Partei für sich zu gründen. Dabei ist doch diese fünfte Republik, die eigentlich auf den General zugeschustert worden ist, erstaunlich zäh. Sie haben das eben schon erwähnt. Und sehr langlebig. Und sie hat de Gaulle jetzt schon in der sechsten Generation überlebt. Was macht dieses System tatsächlich für Frankreich so attraktiv? Was glauben Sie? Ja, das ist eine gute Frage. Er hatte ja gerade so einen Widerwillen gegen Parteien gehabt. War damals im französischen Militär, war das sozusagen gang und gäbe, dieser Widerwillen. Die Parteien taugen nichts, die ruinieren den Staat. Das war damals gang und gäbe, das war im Militär und auch über das Militär hinaus. Die Fünfte Republik ist ja eine, durch die Direktwahl des Präsidenten spielen die Parteien eigentlich nur eine Rolle bei der Wahl der Abgeordneten für die Nationalversammlung. Aber das ist, die Abgeordneten haben ja eine wesentlich, sagen wir mal, verglichen zum Präsidenten, der vom ganzen Volk gewählt wird mit Mehrheit, werden die Abgeordneten nur in ihren jeweiligen Stimmbezirken nach Parteifarben gewählt. Also die haben eine eingeschränkte Legitimation verglichen mit der des Präsidenten. Andererseits sind diese Parteien in Frankreich, sehen Sie, die Sozialisten waren einmal sehr stark, die Kommunisten waren stark, beide sind völlig marginalisiert. Sind nur Splitterparteien. Das ist etwas, dem hierzulande auch die SPD entgegengeht, wenn sie so weitermacht, wird es bei 15%, aber die Sozialisten in Frankreich sind bei unter 5% oder 6% vielleicht. Und die Kommunisten sind noch geringer und die waren einmal eine große Macht. Die Partei, die Macron ins Leben gerufen hat, die ihn sozusagen, er hat sich erst auf den Schild gehoben und hat sich dann noch eine Partei geschaffen. Das ist eine Bewegung, das ist ein Wahlverein, die keinerlei soziologische Verwurzelung hat in der Bevölkerung oder im Land. Also die haben, wie Sie sagten schon, Herr Menutier, die haben keine Vertreter in den Städten, in den Regionen, sind die nicht verwurzelt, diese Leute. Die sitzen alle, das sind welche, die Abgeordnete, die, weil sie für Macron waren, ins Parlament gekommen sind. Es sind sozusagen von denselben Leuten, die Macron als zum Präsidenten gewählt haben, sind die auch gewählt worden und als Stütze für den Präsidenten. Und das ist natürlich zu wenig auf die Dauer, weil eine Partei hat ja auch immer eine Funktion, eine gewisse thematische Gliederung, eine thematische Richtung vorzugeben. Und bei En Marche, das ist Flugsand, nicht? Das ist, wenn da die Fortune von Präsident Macron abnimmt, bedroht ist, dann wird auch die Bewegung auseinanderbrechen. Ne?
Das ist schwierig. Also das ist eine ganz schwierige Sache. Der Zentralismus, der natürlich durch die Fünfte Republik noch besonders betont wird, der Präsident kann auch nicht unfehlbar sein. Und Frankreich ist auch ein Land mit großen Unterschieden, mit großen Entwicklungsunterschieden, mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Und ich bereise das Land seit vielen Jahrzehnten und ich komme deshalb immer wieder in Orte, die ich von früher kenne und stelle fest, tja, die verblassen langsam, die werden langsam, das Land wird ausgepowert. Es gibt Zentren wie Lyon, wie Toulouse, auch Marseille, das hat sich sehr gemacht, oder Nizza, und dann ist es eben Paris. Aber dazwischen, um Gottes Willen, ist wirklich die Wüste. Ja, es gab ein berühmtes Buch, das in den 60er Jahren veröffentlicht wurde, Paris, le désert français. Paris und die französische Wüste, also hat auf diese Ungleichheiten also hingewiesen. Aber ich würde trotzdem also vielleicht die Lage nicht so schwarz malen. Wir haben nach wie vor große Ungleichheiten, aber es ist auch ziemlich viel gemacht worden, was die Industrialisierung angeht, was die Verkehrswege angeht und so weiter. Also das ganze Land, also Frankreich, hat sich schon wirtschaftlich also gut entwickelt. Warum ist die Fünfte Republik also relativ populär, was ihre Institutionen angeht? Ganz einfach. Wenn man ein bisschen politisch gebildet ist, macht man den Vergleich mit der Republik vorher, mit der Vierten Republik, also von 46 bis 58. Innerhalb von diesen 12 Jahren der Vierten Republik haben wir über 25 Regierungen gehabt. Also im Durchschnitt haben die Regierungen 6 Monate gedauert. Das war eine sehr große Unstabilität. Es gab also viele Parteien. Und das war das Spiel der Parteien, irgendwie die Regierung zu stürzen, mit der Hoffnung, also man kommt dann an die Regierung. Ja, aber man wusste, das dauert nicht lange, 6 Monate. Und natürlich damit konnten keine Grundprobleme mehr gelöst werden. Das Land wurde verwaltet, aber es wurde nicht mehr regiert. Und die Franzosen wollten das nicht mehr haben. Und de Gaulle hat das also verstanden, das den Franzosen also ganz klar erklärt. So geht es also nicht weiter. Wenn wir wirklich eine Rolle spielen wollen, müssen wir andere Institutionen haben. Und letzten Endes sind diese Institutionen gut angenommen worden. De Gaulle ist sehr scharf kritisiert worden als Autokrat, als in der deutschen Presse wurde er sogar als Diktator benannt. Ja, das hat ihn also sehr, sehr gestört. Er war sehr, sehr unzufrieden darüber. Aber De Gaulle hat sich sehr oft zur Wahl gestellt. Ja. Für Wahl des Präsidenten der Republik, eine ganze Reihe von Volksabstimmungen wurden organisiert, die er gewonnen hat. Es gab natürlich auch die Wahlen zur Nationalversammlung, zum Senat. Also man kann nicht sagen, dass die Demokratie nicht funktioniert hat. Ja? Bloß der Unterschied natürlich zu Deutschland ist, dass der Präsident der Republik also viele Kompetenzen hat. Ja? Und wie ich vorher erklärt habe, durch den Zentralismus ist diese Macht des Präsidenten also sehr groß geworden. Wenn wir uns jetzt so noch mal der Definition vom Gaullismus annähern, also wir haben ja eben gehört, nationale Eigenständigkeit, die Souveränität, ganz wichtiges Thema, diese certaine idée de la France, die Frage oder in gewisser Grad der Ablehnung von dem System der politischen Parteien. Dann die Frage natürlich auch der Résistance, wie die Résistance nach dem Zweiten Weltkrieg als Frankreich wirklich auseinanderklaffte. Da war Frankreich gegen Frankreich und dieser Mythos der Résistance, das gehört ja eigentlich auch zum Kern des Gaullismus dazu, ist das richtig? Ja, der Mythos der Resistance, ich habe mich dazu nicht geäußert, das heißt mein Buch natürlich schon. Die Resistance ist ja ein Phänomen, das viele, sagen wir mal, viele Väter hatte. Die Resistance war einerseits die kommunistische Resistance, das waren die Kommunisten, die setzte aber erst ein in dem Moment, als Hitler die Sowjetunion überfiel. Das war, wie Sie wissen, am 21. Juni 1941. Bis dahin waren die
durch den Hitler-Stalin-Pakt waren die französischen Kommunisten, standen die Gewehr bei Fuß, haben dann sofort sogar die deutsche Besatzungsmacht gebeten, sie wollten wieder ihr Parteiblatt veröffentlichen, und das haben die Nazis natürlich abgelehnt, haben gesagt, kommt nicht in Frage, aber das bis zum Überfall auf die Sowjetunion galt der Hitler-Stalin-Pakt, und da standen die französischen Kommunisten bei Fuß. Es gab vorher schon eine nicht-kommunistische Widerstandsbewegung, aber das war wirklich sehr sporadisch. Da haben Studenten Plakate geklebt oder dergleichen. Es war ohne Bedeutung für die Besatzer. Das fing erst an, als die Kommunisten, die natürlich durch ihre Kadergliederung die Organisation hatten, da mitmachten, und dann wurden Attentate verübt und dergleichen mehr. Die Resistance in Frankreich hat de Gaulle relativ spät erst wahrgenommen und hat sich ihrer angenommen und sich dann sozusagen drüber gestülpt. Aber und hat sie dann auch ebenso schnell abserviert. Als er 1944 in Paris war, standen die ganzen Resistants von Paris, der Colonel Rotangui, der Kommunist und andere, standen da vor ihm und er sagte, waren alle als Obristen angetreten. Er sagte, was haben Sie vorher gemacht? Ich war Schlosser. Gut. Werden Sie wieder Schlosser. Was haben Sie vorher gemacht? Ich war Kfz-Mechaniker. Gut, werden Sie wieder Kfz-Mechaniker. Also er hat die Resistance, die Repräsentanten der Resistance, 1944 ganz schnell abserviert, hat gesagt, damit will ich eigentlich nichts zu tun haben. Die Resistance hatte kaum einen Einfluss auf das Frankreich, was nach dem Krieg entstanden ist. Insofern habe ich begehe jetzt wahrscheinlich ein Sakrileg, wenn ich die Resistance so etwas kleinrede. In Frankreich ist die Resistance natürlich bedeutend, aber es ist für den Ausgang der Sache, hat die Resistance eigentlich eine eher geringe Rolle gespielt. Ja, also als Franzose muss ich schon sagen, also ganz richtig ist es nicht, ja. Natürlich, zahlenmäßig waren es also am Anfang also nicht viele Leute, weil für viele Leute war das Problem überhaupt also zu überleben. Aber die Kommunisten haben eine wichtige Rolle gespielt. Was Sie gesagt haben, stimmt doch nicht ganz. Auch in der Zeit des Hitler-Stalin-Pakts, also bis 41, bis Juni 41, es gab schon Kommunisten, die gegen die Besatzungsmacht war, ja. Es hat also schon mal Probleme gegeben. Aber als Hitler dann die Sowjetunion angegriffen hat, natürlich konnten die Kommunisten eine Rolle spielen. Sie haben nicht immer auch eine sehr positive Rolle gespielt. Wie Sie wissen, es gab also sehr viele Franzosen, dann die Resistanzleute, die erschossen wurden. Das war also als Vergeltung für die Attentate, die von den Kommunisten gemacht wurden. Und wenn Sie die großen Massaker nehmen, die in Frankreich stattgefunden haben, beispielsweise im Juni 1945 in Tulle, die Landung der Amerikaner war am 8. Juni, am 6. Juni 1944. Am 9. Juni, ein paar Tage später, wurde die Stadt Tulle, die von der deutschen Truppe besetzt war, die wurde also befreit, besonders also durch die Kommunisten. Ein Tag später wurde die Stadt wieder von den deutschen Truppen eingenommen. Da wurden 99 Menschen gehängt in der Hauptstraße von Tulle, und die über 150 andere Menschen wurden in die KZ geschickt, und etwa nur 50 sind dann zurückgekommen. Das heißt also, da wurde eine Initiative besonders der kommunistischen Resistance gemacht, die sehr viele Leben gekostet hat, ja. Das Gleiche ist eigentlich, kann man auch erklären, zum Teil durch Oradour sur Glane. In Oradour hat es also 643 Opfer gegeben. Ein der Gründe für diesen Angriff, für diesen Massaker, war, dass die Resistance zwei deutschen Offiziere festgenommen hatten
Und sie wurden also von der Resistance erschossen. Und die SS haben dann also eine Strafaktion gegen Oradour unternommen. Es sollte eine andere Stadt sein, aber die Stadt war zu groß, dann wurde dieses Dorf genommen, weil das Dorf war also einfacher zu beherrschen. Das heißt, wenn man das genau, das ist eine sehr schwierige Diskussion in Frankreich, aber die Verantwortung, die Kommunisten haben eine wichtige Rolle gespielt. Sie haben das sehr schwer bezahlt. Viele wurden erschossen. Aber sie haben auch sehr oft Initiative, Attentate organisiert gegen deutsche Soldaten in Frankreich, die dann also sehr schwer zurückbezahlt wurde, also als Racheaktion von den deutschen Truppen und von den SS, ja. Sie dürfen natürlich auch die Rolle der Resistance also nicht kleinreden, gerade also Mai und Juni 1945, ja, weil die Alliierten konnten damals also das ganze Land nicht beherrschen und die Resistance hat schon eine wichtige Rolle gespielt, um die Arbeit nachher der alliierten Truppen zu erleichtern. Etwas muss auch gesagt werden. Sie haben ein bisschen klein geredet, die Rolle der Resistance nach dem Zweiten Weltkrieg, aber das soziale Programm, viele sozialen Reformen wurden damals von der Resistance also vorgeschlagen, vorbereitet und sie wurden nachher also in den Regierungsprogrammen aufgenommen. Das heißt, durch die Resistance ist ein Stoß gekommen, besonders in die Sozial- und Wirtschaftspolitik, die eine wichtige Rolle gespielt hat für die Erneuerung Frankreichs nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja, selbstverständlich wurden da viele Reformen, war ja auch notwendig zu machen, aber soziale Reformen, die Anstöße aus der Resistance kamen, keine Frage. De Gaulle hatte ja sogar die Absicht, eine Art Mitbestimmung einzuführen. Damit hat er sich aber nicht mehr durchsetzen können. Das blieb ein Plan, den er immer wieder verfolgte. Andererseits hat er aber auch, das wird auch häufig vergessen, dass Frankreich ja nach 1945 bis 1958 Krieg geführt hat. Erst in Indochina, wo de Gaulle völlig verrannt war, wollte das Empire wieder in alter Herrlichkeit herstellen, obwohl das Indochina so weit weg war von Frankreich und er gar nicht die Möglichkeiten hatte, auch militärisch kaum die Möglichkeiten hatte. Indochina war nicht nur Vietnam, sondern das war Kambodscha und weiß der Kuckuck, was alles noch dazu gehört. Das war ein riesiges Gebiet. Und die Japaner waren da zwar einmarschiert, aber die hatten da auch nur wie die Amerikaner, nur die Städte sozusagen unter Kontrolle, weil längst war da Ho Chi Minh schon zugange, der da die Unabhängigkeitsbewegung machte und der Führer der Unabhängigkeitsbewegung war und der den Franzosen vorschlug, ich mache mit euch, lasst mich machen, ihr kriegt noch die Souzeränität, ihr dürft da doch zum Schein hier die Herrschaft haben, aber ich mache hier die Sache. Da haben die Franzosen abgelehnt und gesagt, nein, es geht, da hat de Gaulle abgelehnt, wir machen das, wir stellen das wieder her. Der Krieg ging ja, wie Sie wissen, bis zur Katastrophe von Dien Bien Phu 1954. Dann sind die Amerikaner da rein und dann hatten wir das Debakel mit dem Vietnamkrieg. Und 1954 war dann der Indochina-Krieg vorbei und dann fing der Schlamassel in Algerien an, nicht? Da wurde der Algerienkrieg, das war ein richtiger Krieg, der da geführt wurde. Und der wurde ja dann, tobte dann bis 1962, bis zur Unabhängigkeit Algeriens. Und das muss man sich alles mal vorstellen, dass Frankreich im Grunde genommen nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, wo wir hier im Frieden lebten, immer noch Krieg führte. Nun gut, Indochina war weit weg, das hat man in Paris nicht weiter wahrgenommen. Da kämpften dann Fremdenlegionen, da kämpfte sowieso nur die Berufsarmee. Es gab keine Wehrpflichtigen, die da eingesetzt wurden und eben Fremdenlegionen. Und dann hatten wir den Algerienkrieg, da waren dann aber auch die Wehrpflichtigen beteiligt. Und deshalb war dieser Krieg dann auch viel stärker im französischen Bewusstsein verankert. Und den hat de Gaulle dann mit
ruckzuck beendet, natürlich mit furchtbaren Folgen für die Algerien-Franzosen, die immer auf ihn setzten und dachten, als er in Algerien war, sagte, ich habe euch verstanden. Ja, da hatten die gedacht, das ist der Mann, das ist unser Mann. Das ist, war aber ein Irrtum. Ja, je vous ai compris, konnte man natürlich so zweiseitig verstehen. Ja, die Europäer, die Franzosen, die Pieds-Noirs in Algerien haben gedacht, also ja, der hat uns verstanden. Also das heißt, wir werden in Algerien bleiben. Algerien wird französisch bleiben. Aber die Algerier haben gedacht, ja, das bedeutet also, wir werden also die unabhängig werden. Das Problem, der Unterschied zwischen Indochina und Algerien war, dass Algerien war Teil Frankreichs. Das war Departement, ja. Das war keine Kolonie, das war Departement. Und da lebten in Algerien über 1 Million Franzosen. Dann war die Frage, also, wenn es zur Unabhängigkeit kommt, was passiert mit diesen 1 Million von Franzosen? Das war das Problem, ja. Und so schnell ist es auch nicht gegangen, weil de Gaulle ist an die Macht gekommen 1958, also am 1. Juni 1958 wurde er zum Regierungschef gewählt und Ende Dezember zum Präsidenten der Republik. Also der Krieg hat noch 4 Jahre gedauert, ja. Und für ihn war das auch sehr gefährlich. Es gab die Attentate nachher gegen de Gaulle, ja. Ich wollte auf etwas hinweisen, was wegen der Rolle der Resistance. Warum hat vielleicht de Gaulle die Rolle der Resistance nicht so stark berücksichtigt, wie es hätte tun können? Ganz einfach, weil de Gaulle wollte die Einheit Frankreichs wiederherstellen. Das heißt also, er wollte nicht nur die Resistance berücksichtigen, er wollte auch den anderen Franzosen, die mal für Pétain waren, oder die sich nicht besonders bewegt hatten, also für sich gewinnen, damit das Land wieder seine Einheit bekommt. Ja, das war einer der Gründe, warum er wollte nicht nur mit den Resistance-Leuten zu tun haben. Vielleicht kommen wir ganz kurz auf das Thema Charles de Gaulle und Deutschland nochmal zurück. Wir haben eben wunderbar gehört, wie sein Bild sich von Deutschland gewandelt hat über die Ware, wie er dann auf Deutschland zugegangen ist. Kurz bevor es zu diesem berühmten Treffen von Adenauer und Charles de Gaulle in Colombes-sur-Deux-Églises kam, muss man sich mal vorstellen übrigens, man übernachtet im Privathaus des Präsidenten. Stellen Sie sich das mal heutzutage vor, wenn Frau Merkel zu Herrn Macron vielleicht fahren würde, und dann wäre das Bett gerichtet. Ich glaube, Sie haben sogar Mittagsschlaf gemacht, nachdem Sie das Mittagessen eingenommen hatten. Die beiden Herren wurde erstmal ein Mittagsschläfchen gehalten. Ja? Sollte man vielleicht mal einführen. Der Botschafter Blankenhorn, der Deutsche, 1963 warnt Adenauer vor dem Besuch und bezeichnet de Gaulle als unverbesserlichen Nationalisten zu dem Zeitpunkt. Ja, das der Botschafter Blankenhorn, natürlich, Blankenhorn kannte vermutlich alle Äußerungen, auch öffentlichen Äußerungen, die de Gaulle zu Deutschland gemacht hatte in der Zeit, als er noch den Rassemblement pour la France, diese Sammlungsbewegung, mit der er versuchte, wieder politisch Fuß zu fassen nach seinem Rücktritt von der Regierung 1946 ins Leben gerufen hatte. Da hat er sich ja verschiedentlich öffentlich geäußert, auch zu Deutschland. Und er hat ein Deutschlandbild gehabt in der Zeit, was also sehr, ja Gott, wie soll ich sagen, das war mehr Clemenceau als den de Gaulle, den wir dann kannten, nicht? Er wollte, oder es war das Deutschlandbild von Ludwig dem 14. oder von Napoleon, wenn Sie so wollen. Also es ging ihm darum, ein fragmentiertes Deutschland zu haben. Ein Deutschland, was kein Reich, auf das Reich war für ihn der Horror schlechthin. Deutschland sollte keine Einheit mehr werden, sondern es sollte in viele konkurrierende Einzelstaaten wieder sich auflösen. Er hatte so aberwitzige Pläne wie eine Internationalisierung des Ruhrgebiets, weil das Ruhrgebiet war damals natürlich noch das Zentrum der deutschen Industrie und der deutschen Macht. Das Ruhrgebiet sollte also internationalisiert werden.
und dergleichen mehr. Und das waren Pläne. Und natürlich Frankreich bis zum Rhein, die französische Grenze am Rhein, nicht nur bis Wissembourg, sondern wo sie ja dann zurückspringt, sondern es sollte weitere Teile. Und das war natürlich der Versuch, durch diese Kleinstaaterei Deutschland wieder aufzuspalten, dass der französische Einfluss dann in diesem Land sehr viel stärker ist, als wenn das wieder ein Nationalstaat ist, der von 1871 an ja war. Gut, diese Pläne, die schon damals nicht realisierbar waren, weil die Amerikaner andere Vorstellungen hatten und eben die Bundesrepublik Deutschland, also den Westteil der Nation aus der Taufe hoben. Und damit, weil er sagte, es hat keinen Sinn, ich kann das nicht, das ist nicht durchsetzbar. Aber er versuchte dann eben mit Deutschland zusammen, mit dem Tandem Frankreich-Deutschland, wo in dem aber Frankreich immer die Führungsmacht haben sollte, versuchte er dann der Gedanke der Begegnung mit Adenauer in Colombille-Duséglise. Deutsch-französische Freundschaft, die damals eingeleitet wurde und ihre Fortsetzung fand, bis eben zu der Enttäuschung des deutsch-französischen Freundschaftsvertrags. Enttäuschung deshalb wegen dieser Präambel, auf die Sie hinwiesen, Herr Menutier, die Adenauer aufgedrängt wurde von den Atlantikern, die sagten, wir müssen diese Präambel da reinschreiben, dass uns die Franzosen nicht den Amerikanern abspenstig machen. Und damit war, dank dieser Präambel, war dieser Vertrag für de Gaulle nur noch eine Coquille vide, eine leere Muschel. Und das hat de Gaulle Adenauer sehr übel genommen. Und nach Adenauer waren ja deshalb auch die deutsch-französischen Beziehungen zwar routinisiert, das war Routine, aber man kann nicht sagen, dass es besonders herzlich war. Das änderte sich erst dann unter Helmut Schmidt und Helmut Kohl. Die haben dann wieder zu größerer, da sozusagen wieder Temperatur in das Verhältnis gebracht, ja. Was der Vertrag angeht, also mit der Präambel, das war eine große Enttäuschung, aber trotzdem war der Vertrag also sehr nützlich, ja, weil er hat eine permanente Zusammenarbeit auf Regierungsebene eingeführt. Es gab ja diese Treffen, mindestens zweimal im Jahr sollten die Regierungs- und Staatschefs zusammenkommen. Die Minister mussten alle 3 Monate zusammenkommen. Und was neu war, war, dass die Beamten der Ministerien, die zusammenarbeiten sollten, die Beamten sollten also öfters noch zusammenkommen, alle Monate oder zwei Monate. So da ein Mechanismus wurde damit installiert und das hat zu einer ziemlich guten Zusammenarbeit geführt, auch wenn es also so große Meinungsunterschiede gab auf höchster Ebene, besonders über die Europapolitik oder über die Verteidigungspolitik. Das hat sich also weiterentwickelt, so dass es beispielsweise einen Austausch von Beamten gibt zwischen den wichtigsten Ministerien. Und es ist wichtig, dass ein deutscher Beamter sehen kann, wie man in der französischen Verwaltung zusammen also arbeitet oder umgekehrt. Ja. Das ist vor allem in Bayern sehr beliebt. Bayern hat ja sehr enge Beziehungen zu Frankreich. Das ist traditionell. Die sind auch schon aus der Geschichte. Bayern war immer mit Frankreich, weil Bayern natürlich immer Angst vor den Habsburgern hatte. Und der Gegner der Habsburger war Frankreich. Nicht? Also der Feind meines Feindes ist mein Freund. Nicht? Ja. Ich wollte auch auf etwas hinweisen. Sie sagten, de Gaulle wollte Deutschland so weit wie möglich teilen, das ist wahr. Er wollte kein neues deutsches Reich haben. Und aus diesen Ländern, verschiedenen Ländern, sollte so ein Staatenbund entstehen und kein Bundesstaat. Das war also seine Position. Das muss man aber verstehen. Ich habe vorher darauf hingewiesen, dass de Gaulle eigentlich konfrontiert wurde, nicht nur mit dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, sondern auch mit dem Krieg von 1870-71. Ja? Und wenn Sie jetzt etwas die Geschichte der deutsch-französischen Beziehungen betrachten, dann sehen Sie, es hat eine Periode gegeben, wo Frankreich praktisch also Deutschland beherrscht hat oder gegen Deutschland geführt oder die damaligen deutschen Staaten Krieg geführt hat. Das hat also mit Ludwig XIV. Angefangen bis Napoleon, ja. Sie haben sehr viel gewühlt also in Deutschland. Seit Bismarck ist das umgekehrt.
Deutschland, ja, Deutschland greift Frankreich ein und hat also militärisch gesehen, also spielt eine sehr wichtige Rolle. Und de Gaulle selber, das erlebt durch seine Familie, durch seinen Vater, den Krieg von 1870-71, Verlust also von Elsass-Lothringen, die Revanche. Und dann kamen seine Erfahrungen im Ersten Weltkrieg, wo er beinahe so getötet wurde, und dann der Kampf gegen das Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Dann können Sie von ihm, also nach 1945, nicht erwarten, dass er eine große Deutschlandliebe entwickelt, solange man nicht wusste, was wird aus diesem Deutschland. Und er machte im Jahre 1945 eine Reise durch die französische Besatzung, und er hatte eine doppelte Reaktion. Einmal hatte er sehr viel Mitleid für dieses Deutschland. Er sagte also, die sind jetzt in einer furchtbaren Situation, aber dann kam auch der Gedanke, wenn wir uns verstehen könnten, dann könnten wir bestimmt also größere Sachen zusammen machen. Das war so die Position von de Gaulle. Und es ist interessant, dass er seine negative Haltung zu Deutschland, dass er sie aufgegeben hat, ja, und statt also Krieg gegen Deutschland, hat er also mehr versucht, mit Deutschland zusammenzuarbeiten. Das ist richtig, aber er hat dafür doch eine Weile gebraucht. Wissen Sie, das berühmte Wort von dem eisernen Vorhang, der mitten in Europa runtergegangen ist, das ist, glaube ich, von Churchill 1946 schon ausgesprochen worden, ja, nicht? Ja, ja. Das ist eine Realität seit 1946 gewesen, dass es gar keine Perspektive da gab, dass es wieder ein deutsches Reich geben würde. Es kommt noch etwas hinzu, was mir immer wieder auffällt. In Deutschland hat man solche großen Brüche und Abbrüche in der Geschichte erlebt. Ich sage nur, das fängt an mit dem Ersten Weltkrieg, in den die Leute hier mit großer Begeisterung reingezogen sind, weil sie dachten, das wird jetzt endlich, die Nation entsteht jetzt, weil das Bismarckreich war der Form nach ein Nationalstaat, aber er hat ja mit den Reichsfeinden, die er sich ausguckte, erst die Katholiken, dann die Sozialdemokraten, hat er ja immer dafür gesorgt, dass da sozusagen ein latenter Bürgerkrieg im Land herrschte. Deutschland hat mit dem Ersten Weltkrieg ein Trauma erlebt, dann kamen die Nazis, das war das zweite Trauma. Die Nazis waren ja auch mit einer Reaktion auf den Ersten Weltkrieg. Dann kam der Zweite Weltkrieg, das war das nächste Trauma, dieser totale Zusammenbruch. Deutschland hat aus diesen Dingen gelernt oder hat Erfahrungen mitgenommen, die ihm ja eine Haltung verschafften, die in Frankreich nicht ist. Da ist von weithin wird die Revolution, wie das damals im 19. Jahrhundert, ich glaube, was Clemenceau, nein, es war aber ein französischer Politiker, sagt, die Revolution ist ein Block. Wir müssen die Revolution nehmen von 1789 bis Napoleon einschließlich, ist ein Block, da gibt's nichts zu deuteln, müssen wir alles akzeptieren. Ich finde, das ist eine idiotische Haltung, weil die Revolution ist in einem Marasmus von Blut versunken und es war ein traumatisches Erlebnis, diese Revolution. Aber in Frankreich gilt die Revolution noch immer als große Errungenschaft, obwohl sie das Land in keiner Weise vorangebracht hat, weil es kam dann ein Napoleon, der die Revolution sozusagen gewaltsam beendet hat, zum Glück, und wieder Ordnung geschaffen hat, aber Napoleon war auch keine Zukunft, die war keine Figur, die weiterführte, und dann kam wieder die Restauration und so weiter. Aber in Frankreich gilt die Revolution bis heute als der große Bezugspunkt überhaupt in der Politik. Mélenchon, für Mélenchon ist ja doch, der ist ja Robespierrist, nicht? Das ist ja, der lebt ja ganz da drin. Das ist absurd. Bei uns käme kein Mensch auf die Idee, sich für Friedrich den Großen zu halten. Oder so etwas, nicht? Also, oder da seine Herkunft, herzuleiten. Ja, also die Revolution ist in Deutschland nicht besonders populär, weil es den Deutschen nicht gelungen ist, also eine Revolution zu machen. Das ist das Problem, ja. Die uns gelungen ist, das waren die Nazis, und da kann ich nur davon abraten. Nicht?
Das wollen wir nicht haben, da wollen wir auch nicht stolz drauf sein. Es gibt die Revolution in der DDR, also von 1989, das war eine friedliche Revolution. Ich habe das also auch an Ort und Stelle zum Teil erlebt. Das war schon also großartig, und dass es möglich war ohne Waffen, war schon also ganz toll, also eine andere Entwicklung der Geschichte. Aber noch zu de Gaulle, ein Wort auch zu de Gaulle und die deutsche Einheit. Sie haben gesagt, also de Gaulle war für die Teilung Deutschlands 1945, aber nachher, als er Präsident wurde, hat er also ziemlich schnell Verständnis gehabt dafür, dass Deutschland seine Einheit wiederfindet. Er hatte für ihn, weil die Nation so wichtig war, er konnte sich gar nicht vorstellen, dass diese deutsche Teilung sehr lange dauern würde. Ja. Natürlich hatte er also Bedingungen gestellt, ja, unter anderem deutsche Einheit, ja, wenn also die Oder-Neiße Linie zur endgültigen Grenze wird zwischen Deutschland und Polen, und Deutschland darf keine Atomwaffen haben. Ja. Und die Integration, nicht Integration, aber zumindest die europäische Einbindung war auch eine Grundbedingung für ihn damals. Die europäische Einbindung damals. Ja, das war so die Position von de Gaulle, ja, bezüglich der deutschen Einheit. Natürlich, die Frage ist, also der hat sich also ganz positiv zur deutschen Einheit ausgesprochen. Das hat auch so Mitterrand mal gesagt. Ich habe mal einen Kommentar geschrieben und gesagt, de Gaulle wie Mitterrand sind also für die deutsche Einheit, weil sie wissen, dass sie sowieso nicht so schnell kommen wird, ja. Weil man dachte wirklich bis in den 80er Jahren, es wird also keine deutsche Einheit geben, also vielleicht also im nächsten Jahrhundert. Auch Helmut Schmidt hat mehrfach gesagt, es wird keine, so schnell keine deutsche Einheit geben. Ja? Und ich muss ganz offen sagen, dass als Erich Honecker zunächst mal zum Staatsbesuch nach Bonn gekommen ist und ein paar Monate später in Paris, habe ich auch wirklich gedacht, Deutschland wird also für immer geteilt bleiben. Und ich wollte ein Buch schreiben darüber, und Gott sei Dank habe ich das nicht gemacht. Ja. Ich hätte mich blamiert. Aber ich hätte damals wirklich, es gab also bis 87, es gab schon viele Argumente, die in diese Richtung gingen, ja, Deutschland wird geteilt bleiben, ja. Und das Problem ist nur, wie kann man das deutsch-deutsche Verhältnis also irgendwie entspannen, und wie können also normale Beziehungen oder ziemlich normale Beziehungen zwischen der DDR und der Bundesrepublik stattfinden, ja. Da wir gerne noch mal das Publikum gleich einladen, einige Fragen zu stellen, würde ich gerne auf das letzte Thema, nämlich de Gaulle und Europa, das Projekt Europa, noch mal so zwei, drei Sätze gerne von Ihnen hören. Und zwar vielleicht verbunden mit dieser Idee dieser Grandeur und des Universalismus des französischen Gedankens dahinter. Er hat gesagt, unser außenpolitisches Handeln sucht Ziele zu erreichen, die, eben weil sie französisch sind, im Interesse aller Menschen liegen. Da steckt ja dieser Gedanke der Universalität der französischen Werteordnung auch mit dabei. Ganz interessant, wenn man das überträgt auf ein ganz aktuelles Thema, was wir haben. Presse- und Meinungsfreiheit tatsächlich. Das ist gerade ganz bitter in Frankreich natürlich vor Kontraste gestellt wird, die wir alle nicht sehen wollen. Ja. Aber dieser Gedanke der Universalität, das spielt bei de Gaulle eine große Rolle und auch noch weiter, nicht wahr? Und auch in Bezug auf Europa. Ja, das Konzept, dass Frankreich die europäische Führungsmacht ist, ist im Grunde genommen seit Ludwig dem 14., nicht? Der hat das angestrebt, ihm ist das ja großenteils gelungen damit, dass er da Habsburgern aus Spanien verdrängt hat, da Bourbonen hingesetzt hat, Neapel-Bourbonen, Europa war französisch bestimmt geprägt. Und das hat Napoleon versucht, das hat auch Europa gehabt, bis auf Kontinentaleuropa hat er unter seiner Herrschaft gehabt. Und de Gaulle hat das nun auf friedlichem Wege, das ist das französische Konzept, Frankreich ist die europäische Führungsmacht und ganz Europa kann sich vereinigen, aber
unter der Führung, hinter der Führung Frankreichs sich versammeln. Das ist ja eine klare Ansage, die kann man sympathisch finden, kann man sagen, wunderbar, bin ich einverstanden, wenn Politiker so vom Format Goals sind, denen kann man sich anvertrauen. Bei anderen, die im Amt waren, hätte ich da schon meine Bedenken gehabt. Nicht? Ja. Ja, wieder einen so kurzen Kommentar, warum dieser Anspruch der Universalität, das hängt mit unserer Geschichte zusammen. Einmal, weil Frankreich eine Weltmacht war, ja, durch das Kolonialreich und so weiter. Also haben wir eine Ausstrahlung gehabt, die sehr groß war. Denn dazu gehört auch die Kultur. Die französische Kultur hat eine sehr wichtige Rolle gespielt, Literatur, Kunst und so weiter. Also ist sehr weit verbreitet worden. Deswegen dieser Gedanke, dieser Anspruch auf Universalität. Ja, und da kommt die französische Revolution. Sie haben die französische Revolution ein bisschen klein geredet, ja. Die französische Revolution ist aber ein Symbol gewesen und geblieben für viele Länder, die für Freiheit, für Gleichheit und so weiter gekämpft haben. Die französische Revolution ist ein Symbol nicht nur für Frankreich, aber für viele Länder der Welt. Deswegen dieser Gedanke, also der Universalität, und die französische Politik wird nicht nur für Frankreich gemacht, sondern soll auch mal als Beispiel dienen für andere Länder. Ja? Das ist kommt daher. Ja? Natürlich heute, das klingt ein bisschen komisch, aber auch der aktuelle Präsident Macron weist manchmal darauf hin, dass Frankreich nicht nur Politik für Frankreich macht, sondern für Europa oder mal auch für die ganze Welt. Ja? Herr Menutier, Sie haben sehr schön herausgearbeitet, dass de Gaulle nicht für die europäische Integration war. Es ist ja interessant, dass in beiden Referaten der Name Robert Schumann nicht vorkam. Für uns in Deutschland ist Schumann der Vater Europas, denn ohne die Montanunion gäbe es wohl auch keinen Élysée-Vertrag. Der Élysée-Vertrag war erst möglich nach der Annäherung, die Schumann vollzogen hat, gemeinsam mit Adenauer. Und der Kurswechsel in der französischen Politik, den sehe ich darin, dass man bis zu Schumann durch Bidault vor allem eine Politik der Faustpfänder praktiziert hat. Das Saarland spielte dabei eine Rolle, die immer noch offene Frage der Internationalisierung des Ruhrgebiets. Schumann hat das ganz generell abgelehnt und er versuchte, eine Struktur zu schaffen, an der Frankreich und Deutschland gleichberechtigt beteiligt waren. Aber de Gaulle ist es dann gelungen, Schumann völlig zu verdrängen. Als Adenauer zu Schumanns Requiem nach Metz wollte, hat de Gaulle dies geradezu verboten. Also es sollte kein Glanz auf den wirklichen Europäer Schumann, un bon Bosch, mais un Bosch, sagte de Gaulle, fallen, sondern de Gaulle hat gewissermaßen jetzt dieses europäische Pfand an sich gezogen und symbolisch stehen im Garten in Rhöndorf von Adenauer die Statuen von de Gaulle und Adenauer nebeneinander, nicht von Schumann und Adenauer. Und darf ich noch eine Frage auch an meinen alten Bekannten und Freund Willems richten? Sie haben sehr schön herausgearbeitet, dass de Gaulles große Leistung eigentlich darin bestand, Frankreich am Tisch der Sieger teilnehmen zu lassen. Sie sagten vielleicht etwas zu pauschal, das verdankt Frankreich nicht seinen militärischen Erfolgen. Ein bisschen doch. Ich erinnere mich ja als Kind in der französischen Besatzungszone aufgewachsen, dass damals doch sehr viele französische Soldaten waren, die aus den Kolonien kamen, hauptsächlich Marokkaner. Und die haben schon einen Anteil
an den Kriegsgeschehen, vor allem im Mittelmeer. Aber ich will das nicht im Einzelnen ausführen. De Gaulle war von sich überzeugt. Hans Speidel hat uns jungen Studenten in Freiburg, er war damals ja bei der NATO, Kommandeur der Landstreitkräfte, er hat uns folgende Geschichte erzählt. Als de Gaulle und Adenauer sich trafen, das ist ja mehrfach berichtet worden, in Colombey-les-Deux-Églises, und sich überraschend gut verstanden, einschließlich des von Adenauer ja immer beachteten Mittagsschlafs. Er stand sehr früh auf, las 6 Uhr die Zeitungen, ließ sich rasieren, fuhr um 8 Uhr nach Bonn, arbeitete bis mittags, aß eine Kleinigkeit und dann schlaf bis 4 Uhr. Nach einem Spaziergang mit Klopke rund um den Bundestag. Also Adenauer und de Gaulle unterhielten sich gut. Und was sagte de Gaulle über diese erste Fühlungnahme? Er sagte nicht, wir haben uns gut verstanden, wir waren gleicher Meinung, sondern sein Resümee war, il est digne de moi. Er ist meiner würdig. Also da kommt wieder sein Selbstbewusstsein hervor. Sie haben das Verhältnis zu Churchill ja eingehend gewürdigt. Von Churchill gibt es auch heftige Attacken auf de Gaulle. Der Mann ging ihm auf die Nerven, aber er hielt immer fest, das ist der Connétable von Frankreich. Und die Wirkung von de Gaulle, die setzt natürlich auch ein Echo voraus. Bei Roosevelt gab es kein Echo. Bei Erhard später auch nicht. Der hatte gar keinen Sinn dafür. Bei Adenauer schon. Bei Adenauer schon. Und bei Churchill also ganz entschieden. Das heißt, damals wurde auch Politik gemacht auf einem großen geschichtlichen Hintergrund. Also da war Napoleon und Ludwig XIV., aber auch auf deutscher Seite Bismarck und vielleicht auch Maria Theresia, noch sichtbar in den Gesprächen. Geschichte und Politik hingen eng zusammen. Das hat sich verändert. Das ist heute ein großer Verlust, dass man ganz in der Gegenwart lebt und dadurch auch die Zukunft nicht gewinnt, denn die kann man ohne den Blick zurück und ohne geschichtliches Bewusstsein nicht gewinnen. Ja, ich möchte gleich also antworten, ein Wort sagen zu Schumann. Also ich bin ganz Ihrer Meinung. Ich habe es also wirklich immer sehr bedauert, dass de Gaulle ein so schlechtes Verhältnis zu Robert Schumann hatte. Weil, wie Sie zu Recht gesagt haben, und das habe ich also x-mal geschrieben, auch gesagt, also durch Robert Schumann ist überhaupt also die Veränderung der deutsch-französischen Beziehungen gekommen, ja. Durch seine berühmte Erklärung vom 9. Mai 1950, wo er gesagt hat, also Schluss mit den Kriegen zwischen unseren beiden Ländern, wir arbeiten zusammen und jetzt bauen wir Europa zusammen. Das war also wirklich die große Veränderung. Und er wurde von Jean Monnet beraten. Ja? Und Jean Monnet hatte eine sehr große Erfahrung so in den internationalen Wirtschaftsbeziehungen. Warum mochte de Gaulle Robert Schumann nicht? Vor allem, weil die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, die erste europäische Gemeinschaft, war supranational organisiert, ja. Weil dadurch konnten die Regierungen nicht mehr direkt darüber entscheiden, was wird mit Stahl und was wird mit Kohle gemacht. Das war die Aufgabe der neuen Behörde, die da in Luxemburg installiert wurde. Und für de Gaulle, das war unannehmbar. Wie ich gesagt habe, de Gaulle war schon für eine Zusammenarbeit zwischen den Ländern, aber er wollte, dass diese Zusammenarbeit immer unter Kontrolle der Staaten bleibt oder der Regierungen. Der zweite Grund, warum de Gaulle
sich da mit Schumann und Monet gestritten hat, ist, er kannte schon Monet. Monet war in Algerien. Monet hat sehr eng mit den Engländern und mit den Amerikanern im Zweiten Weltkrieg gearbeitet. Er hat sich um die Waffenbeschaffung beschäftigt. Aber deswegen war Monet für de Gaulle der Mann der Amerikaner. Und er hatte kein Vertrauen in ihn, ja. Und er hatte, weil de Gaulle wurde von Roosevelt so schlecht behandelt, ja, und falsch behandelt, weil Roosevelt hat gesagt, also, dass de Gaulle sei ein Diktator. Und er war kein Diktator. Er war schon konservativ, man, oder autokratisch, kann man vielleicht sagen, aber er war kein Diktator. Das hat zu einem sehr großen Missverständnis geführt. Und darunter haben also dann Schumann und Monet gespielt. Der Ruf, Schumann sei ein Bosch, das ist ja ein ganz schlimmes Wort, das wurde vor allem von den Kommunisten eingeführt. Es gab nach 1950, nach der Rede von Schumann, gab es eine Debatte in der Nationalversammlung in Paris. Natürlich, die Kommunisten haben das, also der Vorschlag, total abgelehnt, eine Zusammenarbeit mit der Bundesrepublik. Und sie haben dann gesagt, ja, wir können sowieso kein Vertrauen in Ihnen, also Robert Schumann, haben, weil Sie ein Bosch sind, ja, weil Sie in der Zeit, also bis 1900, Sie haben in Deutschland studiert, Sie haben zum Teil also damals mit der Reichswehr zusammengearbeitet und so weiter. Es wird auch gesagt, er hätte das deutsche Uniform getragen, aber der hat keine Waffen gegen Frankreich, keine Waffen gehabt, er hat für die Verwaltung also gearbeitet. Aber so genau wussten es viele Franzosen nicht, ja, und dieses Wort von Bosch war natürlich ganz schlimm, und es ist ganz schlimm, dass de Gaulle das benutzt hat. Und ich muss sagen, dass nach dem Tod von Robert Schumann, also ich fand es wirklich ganz schlimm, dass de Gaulle überhaupt nichts so gemacht hat, also um Robert Schumann zu ehren, weil er hat eine große Rolle gespielt. Ein letztes Wort. Bei dem Besuch von Juli 1962, ja, wo Adenauer wie behandelt wurde wie für einen Staatsempfang, er war ein Bundeskanzler, er war nicht Staatsoberhaupt, aber de Gaulle hat daraus also einen großen Empfang für ihn gemacht, dann hat er gleich Adenauer Robert Schumann einen Brief geschrieben und ihm gesagt, ja gut, ich werde also ganz toll behandelt, aber ich kann nicht vergessen, dass der Anfang der Versöhnung durch Ihre Rede, also am 9. Mai 1950, gekommen ist. Ja, das wusste ganz genau Robert Schumann, Adenauer, und das hat ihm auch wahrscheinlich nicht gut gefallen, dass de Gaulle sich so undankbar Robert Schumann gegenüber gezeigt hat. Vielleicht der Begriff der Versöhnung ist ein sehr schöner Schlussakkord, den wir hier setzen können. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken dafür, bei Ihnen beiden für spannende Vorträge, die zum Nachdenken auf dem Nachheimweg einladen. Vielleicht, wenn wir jetzt wieder alle in den Stubenarrest gehen, empfehle ich wirklich das Buch von Herrn Wilms, das sich nicht nur sehr reich liest, sondern wirklich auch sehr flüssig runter, und ich habe es mit ganz, ganz viel Liebe gelesen. Herr Menidier, Ihnen eine gute Heimfahrt nach Frankreich. Ich darf mich auch herzlich bedanken bei dem Leiter der Akademie, bei der Katholischen Akademie, dem ganzen Team, Herrn Höpfinger, die Damen und Herren, die uns so nett immer nach draußen und nach drinnen begleiten. Und der letzte Punkt, Ihnen einen guten Nachhauseweg. Bleiben Sie gesund und munter in der nächsten Zeit. Herzlichen Dank.